Ja, lieber Benjamin Günther, vielen lieben Dank, dass du hier dir Zeit genommen hast auf der Investment Expo. Du bist Co-Founder und CEO von Alasco. Was er genau macht, fragen wir gleich nochmal nach. Aber wir fangen starten so ein bisschen zum Thema ESG. Das Thema Managed Green ist eines der Trendthemen hier auf der Investment Expo. Vor welchen Herausforderungen steht die Branche? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich finde, der Titel der Veranstaltung macht schon ganz deutlich, wo wir inzwischen stehen. Es ist nicht mehr ESG allgemein, sondern die Umsetzung im Fokus, also Managed to Green. Deswegen sehen wir auch, dass heute die Branche eher Themen diskutiert der konkreten Umsetzung. Und das ist genau, wo wir auch den Schwerpunkt mit Alasco setzen. Wenn man sich die Regulierung anschaut, dann ist es einfach die Vorgabe, dass die Bestände energetisch saniert werden sollen, also dekarbonisiert werden sollen. Aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren auch heraus, siehst du das überhaupt, ist das überhaupt bezahlbar oder finanzierbar? Was ist deine Einschätzung? Ich glaube, die Frage ist gar nicht mehr, ob das finanzierbar ist, sondern wie. Also es geht nicht weg, man muss sich der Thematik stellen. Und die Frage ist deutlich operativer oder taktischer zu beantworten. Bei jedem einzelnen Asset muss ich entscheiden, was lohnt sich und nicht nur, was kann ich machen. Und genau da setzen wir an, nicht nur zu sagen, was kann ich machen technisch, muss ich PV aufs Dach geben, muss ich Fernwärme anschließen, sondern auch rauszufinden, was der Return on ESG ist. Also was sind die Kosten? Das ist natürlich das Naheliegendste, aber auf der anderen Seite auch die Frage, welche Subventionen kann ich bekommen? Welche Auswirkungen hat die Maßnahme auf meine Nebenkosten? Oder wenn der Transaktionsmarkt sich erholt, dann am Ende auch auf den Wert, sodass man nicht nur die Kosten, sondern den Return on ESG pro Objekt bestimmen kann. Und dann hat man ein sehr differenzierteres Bild auf sein Portfolio als allgemein eine Kostenbasis ESG über alle Assets hinweg. Gehen wir so tiefer ins operative Geschäft. Welche Trends siehst du denn beim Thema Energiesanierung bei euren Kunden zum Beispiel? Was wird diskutiert? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Also ich glaube, es ist schwer zusammenzufassen, den einen Kunden zu bestimmen, weil alle in anderen Phasen sind. Es gibt Leute, die schon oder Kunden, die schon komplett in der Umsetzung sind. Da geht es darum, die Erfahrungen aus der Umsetzung für nächste Maßnahmen oder Ankäufe wieder zu nutzen. Und es gibt momentan aber auch sehr viele, die ganz am Anfang stehen. Gerade da jetzt das Thema DD wieder mehr im Fokus steht. Ihre Bestände zu verstehen, zu analysieren, Dekarbonisierungspläne zu entwickeln oder auf der anderen Seite, wenn Transaktionen wieder ein Thema sind, auch zu wissen, was habe ich denn da vor mir im Datenraum, eine eigene Meinung zu den Objekten zu entwickeln bezüglich ESG und den Maßnahmen, die ich später nach dem Erwerb umsetzen muss. Jetzt seid ihr von Alasco bietet ja integrierte ESG- und Finanzierungskontrolling-Lösungen an, also ihr bietet eine Software an. Ja. Was kann das einem Asset Manager Investoren helfen? Was ist euer Lösungsansatz? Oder was macht es besser, mal so gefragt? Ja. Ich glaube, wenn man von oben schaut, sind es zwei Bereiche, die wir abdecken. Also das erste ist die Analyse und dann aber auch die Umsetzung. Und das unterscheidet uns auch am Markt. Wenn man mal den Prozess komplett durchgeht, eben an einem Beispielsasset im Ankauf. Im Ankauf kann ich schon mit wenigen Daten eine erste Einschätzung bekommen durch Alasco. Wo steht dieses Objekt? Und welche Sanierungen werden welche Kosten noch nach sich tragen. Dann geht es darum, die ganzen Daten zu sammeln. Die Datenqualität ist immer noch ein Riesenproblem oder die Verfügbarkeit und Qualität von Daten. Also erstmal, wenn ich keine Daten habe, die mit Hochrechnung zu ersetzen, dann helfen wir bei der Datensammlung und dann natürlich auch bei der Analyse der Daten. Dann kann ich über das gesamte Portfolio sehen, wo stehe ich in jedem einzelnen Asset bezüglich Krempfad. Oder welche Energieeffizienzklasse habe ich im Portfolio? Dann geht es in die Planung über. Ich kann verschiedene Szenarien pro Asset simulieren, verschiedene Dekarbonisierungspläne auch mit Kosten und Return mir erarbeiten und dann genau zu sehen, was ist pro Objekt und über das gesamte Portfolio der beste Weg zu dekarbonisieren. Was sind die Kosten, was sind die Returns? Und dann lassen wir unsere Kunden auch nicht alleine, weil dann geht die Umsetzung los. Normalerweise haben wir 10, 20, 30 Maßnahmen pro Objekt, die vorgeschlagen werden. Das heißt, bei einem Portfolio von 100 Objekten, ich habe 2.000, 3.000 Mini-Objekte umzusetzen und da das komplette CapEx-Controlling zu machen, weil alles aus der Umsetzung wieder in die Analyse zurückfließt.
Wenn ich auf LED gewechselt habe, dann verändert sich mein Gesamtportfolio. Wenn ich PV aufs Dach getan habe, ändert sich der Energiemix. Und dann fängt der Kreis wieder von vorne an, wieder mit der Reanalyse, mit der Anpassung etc. etc. So dass es der gesamte End-to-End-Prozess im ESG-Management mit Software begleitet wird, ohne dass ich einen Fuß ins Gebäude setzen müsste. Und seid ihr auch schon seit ein paar Jahren am Markt. Wie aufgeschlossen ist die Branche mittlerweile zu dem Thema Digitalisierung? Weil das macht ihr ja im Grunde genommen. Was ist deine Erfahrung? Du hast eben im Vorgespräch gemacht, dass es besser geworden ist. Krisen haben auch seinen Vorteil, hast du gesagt. Erklär das mal ganz kurz. Ja, ich glaube, ein großer Vorteil von ESG ist auch, dass hier ein neuer Prozess eingeführt werden muss. Also es geht weniger darum, ist der alte Prozess noch gut genug, hat ja schon immer so funktioniert. Sondern hier ist von Tag 1 die Klarheit auch bei den Kunden da. Ich brauche sehr viele Daten und ich kann das nicht händisch machen oder hemdsärmelig in Excel und über eingebaute Prozesse. Deswegen sind unsere Kunden hier deutlich aufgeschlossener, von Anfang an mit Software zu arbeiten, als in anderen Bereichen, wo es erstmal darum geht, ja, einen Bestandsprozess abzulösen. Ja, dann wünsche ich eine gute Investment-Expo. Vielen Dank fürs Gespräch, Benjamin. Herzlichen Dank.